Die oberösterreichische Industrie. Wir erzeugen Zukunft. Steile Hänge, rutschige Böden oder eine vielbefahrene Autobahn. Dort, wo es für Menschen ungemütlich wird, fühlt er sich wohl. Gemeint ist der sogenannte Metrag. Seit 50 Jahren wird er an den Reformwerken in Wels hergestellt. Und von dort aus erobert er die Welt. Denn der Metrag schafft beinahe jedes Hindernis. Der Metrag ist ein Spezialgerät, ursprünglich für die Berglandwirtschaft gemacht, für die Einsätze, wo es einfach zu steil, zu gefährlich für das Arbeiten mit dem Traktor ist. Fürs Mähen, fürs Heuwenden, fürs Heuzetten bis zum Ladeschwad. Das sind die Arbeiten, für die der Metrag ganz besonders geeignet ist. Seit über 100 Jahren ist Reform auf der ganzen Welt einer der Spezialisten für Landmaschinen und Fahrzeugbau. So sind Fahrzeuge wie der Metrag in Österreich, Frankreich und auch Neuseeland im Einsatz. Und das nicht nur im Bergland. Unsere Strategie ist, in der Berglandtechnik stark bleiben, in der Kommunaltechnik stark wachsen. Wir machen ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes in der Kommunaltechnik, sei es im Winterdienst, Straßenmeistereien, innerstädtisch oder Grünflächenpflege, Hochwasserschutzdämme und Naturschutzgebiete als Beispiel angeführt. Und in dieser Wachstumsstrategie haben wir im vorigen Jahr 2014 in Deutschland, in Bayern, einen Kommunalspezialisten gekauft, die Firma Kiefer in Dorfen im Landkreis Erding. Auch in Wels wurde das Firmengelände ausgebaut. Künftig gibt es mehr Platz für Kunden und Mitarbeiter. Wir wollen hier an diesem Standort in Wels bleiben. Er ist attraktiv von der Anbindung her. Und somit war es gut, dass wir hier ausbauen. Und die erste Halle, die wir hier jetzt in Betrieb nehmen, war irgendwo auch logisch. Kundendienst war zu forcieren und die Fertigung braucht auch Platz. Mit dem Metrag 2000 hat das Welser Familienunternehmen vor 50 Jahren die Arbeit der Bergbauern erleichtert. Heute ist er auch in der Stadt zu sehen. Damit die Anfänge des Multitalents nicht vergessen werden, haben Lehrlinge noch einmal in die Vergangenheit geblickt. Ja, wir haben da einen ursprünglich alten Metrag, den Reform 2000, zur Verfügung gestellt gekriegt. Den haben unsere Lehrlinge restauriert, das heißt zuerst einmal zerlegt in alle Einzelteile, dann neu lackiert, neue Lager rein da und wieder montiert dann zum Schluss. Ich weiß nicht, was du siehst, wie das früher verarbeitet worden ist und wie es halt im Gegensatz jetziger Zeit gemacht ist, also die technische Entwicklung, das war recht interessant. Neben einer ständigen technischen Aus- und Weiterbildung in der Reform Academy steht auch der Zusammenhalt im Zentrum. So wird schon in der Lehre im Jugendvertrauensrat Gemeinschaft gefördert. Wir schauen schon, dass sich jeder untereinander sehr gut versteht, weil das Arbeitsklima ist ja generell sehr wichtig und in der Firma. Und damit ist der Familienbetrieb erfolgreich. So konnte allein 2014 der Umsatz um 20% auf 90 Millionen Euro gesteigert werden. Die oberösterreichische Industrie sorgt für mehr als 50% der Beschäftigten und für 2/3 der Wertschöpfung in Oberösterreich. Die oberösterreichische Industrie. Wir erzeugen Zukunft.